das ganz genau. Als Flora die Fledermaus macht der Kindern Spaß. Luca! Nein, nein! Niemand kann ermessen, was ich durchmachen musste. Ja, überhaupt keine menschliche Anteilnahme mehr auf dieser Welt. Es ist eine kalte Welt. Morgen, Frau Hamacher. Noch nicht mal mehr die Nachbarn grüßen anständig. Und das noch 3 Wochen Kindertheater. Rumpelstilzchen. 3 Vorstellungen täglich. 1 um 9. Von wegen. Morgens. 1 um 9, 1 um 12, 1 um 3. Vater Lisa, geht mal jemand ran, bitte. Entschuldige. Ja, Moment. Ja. Lenz. Nein, Lukas, Lenz. Jedenfalls. 350 kreischende Kinder pro Vorstellung. 1050 Kinder pro Tag. 7350 in der Woche. 22.050 kreischende Kinder in 3 Wochen. Ja, 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 ja. Was? Nein, niemand da. Gott, bin ich die Auskunft. Was? Was? Nein. Natürlich interessiert mich wahnsinnig, du, aber ein anderes Mal. Ich muss mich jetzt ganz schnell ausruhen. Aha, ja, Beine hoch, Pizzadienst, Flasche Rotwein. Habe da noch ein ganz besonderes Fläschchen verwahrt. Ja, was? Klar. Du, das finde ich auch blöd, dass deine Frau ausgerechnet mit deiner Schwester. Aber immerhin bleibt's doch in der Familie, ha? Huh? Ja. Du. Du, ja. Dir auch noch einen schönen Abend, hm? Ja. Gott, manche Leute können einen wirklich totlabern. Endlich Ruhe. Seit 3 Wochen freue ich mich darauf. Absolute Ruhe. Meister Ludwig macht so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. Meister Ludwig. Ja, wen haben wir denn da? Ich meinte, saug woanders, Vater. Hab ich nicht verstanden. Saug woanders, taubalter Mann! Vom Größten so, ich bin da nicht schwerhörig. Ja, wenn wir jetzt genug Konversationen gemacht haben, kann ich ja endlich weiterarbeiten. Vater, ich habe gerade 3 Wochen Kindertheater hinter mir. Rumpelstilzchen. 3 Vorstellungen täglich. 1 um 9, 1 um 12, 1 um 3. Ja, und das seit 3 Wochen. Und dann diese Kinder, diese vielen, vielen Kinder. Kinder im Kindertheater? Verkehrte Welt. Jedenfalls bin ich so müde wie noch nie in meinem Leben. Ja, das kommt vom Jetlag, kein Wunder. Gestern Gelsenkirchen-Buer, heute Leverkusen-Wiesdorf. Weißt du, was Ödipus mit seinem Vater gemacht hat? Er hat ihn umgebracht. Weißt du, welche Strafe er dafür bekam? Er musste seine Mutter heiraten. Was macht ihr denn hier? Ich wohne hier. Und ich bin öfter mal zu Besuch. Guten Abend, lieber Freund. Du wirst mich wundern. Wir kochen. Ach, ihr Süßen, das finde ich aber zu lieb. Ich bin zwar todmüde, aber wenn ihr extra gekocht habt... Ja, Papi, also eigentlich... Reis, wie lecker, was gibt's denn dazu? Reis? Reis mit Reis? Ja, Klebreis, Basmati-Reis, Milchreis, Naturreis. Ist für die Kocher gehen in der Schule. Ich bin morgen dran. Thema Reis. Na, wenigstens hast du ja nicht am Thema vorbeigekocht. Ja. Es ist unglaublich, was man aus Reis alles machen kann, Lukas. Ja. Wer weiß das nicht? Reißverschluss, Reißleine, ja, ein ganzes Reisbüro. Ja, Reiswolf, Reisnagel und nicht zu vergessen, selbstgemachter Reiswein. Hey, das ist meine Flasche, die hatte ich mir verwahrt. Ach, die war doch schon ganz alt. Guck mal, von 79. Dafür schmeckt's aber noch ganz lecker. Da kommt man todmüde nach Hause nach 3 Wochen Kindertheater. Rumpelstilzchen, 3 Vorstellungen täglich. 1 um 9, 1 um 12, 1 um 3. Ja. Und dann kriegt man nicht mal was zu essen und zu trinken. Aber mein Bett könnt ihr mir nicht nehmen. Gute Nacht. Gute Nacht! Oh, du, mein Bett, geliebter, bester, einziger Freund. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß! Heiß, 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 heiß! Lisa, Lisa! Oh, 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 oh. Die
Lisa, ich habe was Heißes in meinem Bett. Ja, andere Väter freuen sich, wenn sie was Heißes in ihrem Bett haben. Aber nicht, wenn es bis zum Hals voll mit Reis ist. Ach, der Reis, der musste noch was quellen. Hat man früher immer so gemacht, spart Energie. Ja, und warum sparst du die Energie nicht in deinem Bett? Ja, ich will mir doch nicht die Füße verbrennen. Aber ich dachte, du hast eine ordentliche Hornhaut, wo du doch die letzten 3 Wochen ums Feuer getanzt bist. Rumpelstilzchen. Wenn Rumpelstilzchen gleich aus dem Bad zurückkommt, quillt in seinem Bettchen nichts mehr. Sonst mache ich dir nämlich Feuer unterm Hintern. Ach, Papi, was ich glaube, ich noch nicht erwähnt habe, in der Badewanne ist ein Hummer. Ja, klar. In der Badewanne ist ein Hummer. Ah! In der Badewanne ist ein Hummer! Ach, den habe ich heute in der Koch-AG gerettet. Thema Schalentiere. Die wollten den in kochendes Wasser schmeißen. Lebendig. Ja, Papi, ich finde das ja total süß, dass du den Hummer beschützen willst. Aber dem passiert nichts, ehrlich. Schnell! Hilf mir, das Bett vor die Tür zu ziehen! Ich denk, du bist todmüde. Wieso räumst du denn dann dein Zimmer auf? Der hält sich für Rumpelstilzchen und baut gerade das Holz für sein Feuer auf. Na ja, nach 3 Wochen Kindertheater täglich 3 Vorstellungen, eine um 9, eine um 12, eine um 3. Na, Papi will eben nicht, dass wir den Hummer in kochendes Wasser schmeißen. Er hat Angst um den Hummer. Ich habe keine Angst um den Hummer. Ich habe Angst vor dem Hummer. So einem süßen kleinen Hummer hast du Angst? Na ja, manche Leute haben eben Angst vor geschlossenen Räumen oder vor Schlangen. Klar, die haben eine Phobie. Ja gut, ich habe eben auch so eine Phobie. Eine Homophobie. Eine Homophobie? Du? Ach, Lukas, das wusste ich ja gar nicht. Eigentlich wusste ich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und woher kommt diese Homophobie? Na ja, woher kommt schon so eine Phobie? Ich meine, warum kann einer kein Blut sehen? Oder Spinnen? Das ist, wie soll ich sagen, etwas zutiefst Menschliches. Ja, nicht? So zutiefst menschlich wie deine Höhenangst, deine Tiefenangst, deine Platzangst. Vater, ich habe keine Angst zu platzen. Geh saugen! Also ich kann euch das mit Lukas Homophobie erklären. Vater! Lukas, wann war denn das noch gleich? Und vor allen Dingen wo? Benidorm oder Rimini? Du warst 4 und dann... Wurde ich 5. Den Rest kennt ihr ja. Nicht wahr, Vater? Nein, es war Jugoslawien. Genau. Es war am Strand von Krk. Nein, es war am Strand von Nizza oder Costa Brava. Opa, du hast bald alle Strände in Europa durch. Ja, jedenfalls wurde Lukas da von einem Hummer in sein edelstes Teil gezwickt. In den Magen? Ja, genau, in den Magen. Hier, ihr könnt noch alle die Narbe sehen. Ja, von wegen Magen. Um Scheresbreite hätten wir ihn Lulu genannt. Moment mal, das Zeichen deiner Solidarität mit allen Beschnittenen ist das Werk eines Hummers? Ja, also, der Krebs hat gewissermaßen etwas vorweggenommen. Du meinst vorne weggenommen. Welch ein Schicksal, 4 und schon Krebs. Aber zum Glück rumpelt dein Stilzchen ja noch. Das ist nicht witzig. Hummer ist, wenn man trotzdem lacht. Deswegen der ganze Hummerspeck. Wir singen Hummer, 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 Tätere, Tätere, Tätere. Wir singen Hummer, 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 Tätere. Papi, das war doch nur Spaß. Entspann dich, du bist zu Hause bei uns. Eben, das ist ja das Schreckliche. Ihr seid schrecklich. Och, Liebelein, jetzt leg dich erstmal hin und schlaf dich richtig aus. Ja. Und denk nicht mehr an den bösen, bösen Hummer. Ich kann hier nicht schlafen. Komm, Papilein, du kriegst heute Nacht mein Bett, ja? Gut, danke, Schatz. Ja. Neben so einem Ungeheuer würde ich kein Auge zumachen. Daran gewöhnt man sich. Ich habe jahrelang neben deiner Mutter geschlafen. Mann. Hummersüß. Ich meinte schlummersüß. Halt dich geschlossen, du miese Muschel. Es ist ein
einfach nichts zu machen. Ich kriege ihn nicht wach. Nicht mal mit Kaffee und Kitzeln. Ach, das habe ich dir doch immer schon vorher gesagt. Dein Vater hat immer schon sehr fest geschlafen. Ich weiß noch, als Baby, da hat der monatelang durchgeschlafen. Ah nein, das war vor der Geburt. Aber das hier hat bis jetzt noch immer gewirkt. Neuer Rekord. Oh nein, Vater! Du hast mir doch versprochen, das nie mehr zu machen. Außer wenn Lebensgefahr besteht, für Lisa oder für mich. Papi, wir haben eine tolle Überraschung für dich. Ihr wollt ausziehen, danke. Du bist doch so kaputt von deinem Kindertheater. Ja, Greifvorstellung täglich und um 9 im 12. Ja, darum haben wir beschlossen, dich einen ganzen Tag in Ruhe zu lassen und zur Lorelei zu fahren. Ja, und das wollten wir dir nur sagen, dass du einmal einen ganzen Tag ausschlafen kannst und wir dich nicht aufwecken. Oh, dann leg mir doch einen Zettel hin, damit ich Bescheid weiß, sollte ich doch aufwachen. Bis heute Abend, Papi. Papi, schläfst du schon? Ich weiß was. Lukas, Frühstück! Lass mich mal. Papi, ich bin schwanger. Ich mach noch mal die Nummer mit dem Applaus. Ach nee, Opa, komm, lass ihn schlafen. Ja, du hast recht. Das steigt ihm sonst noch zu Kopf. Hier spricht der automatische Türklingelbeantworter. Piep. Lukas, ich bin's. Morgen. Hab ich dich geweckt? Ach, was, Schlafwandle. Ach, sag bloß, Ludwig und Lisa sind schon weg. Kann man sich denn nicht mal ein gepflegtes Dreiviertelstündchen verspäten? Die Lorelei läuft uns doch nicht weg. Der verkackte Dampfer kommt doch erst um 15:15. Sag mal, ist das nicht toll, dass wir dich heute mal so richtig ausschlafen lassen? Ja, toll ist gar kein Ausdruck. Einfach im Bett liegen, niemanden hören und sehen. Nichts als Ruhe, Ruhe, Ruhe. Du bist aber heute einsilbig. Na ja, dann bin ich mal weg. Genieß den Tag und lass dich nicht stören. Tschüss, Lukas. Ich fahr zur Lorelei. Sag mal, sitzt da nicht irgendwo so eine langhaarige Blondine auf dem Felsen rum? So den ganzen Tag in der Sonne sitzen, das ist doch nix für eine Blondine. Die ist doch abends krebsrot. Naja, ich bin ja brünett. Apropos Krebs, ja? Grüß mir den Hummer. Grüß dich, Hummer. Kichern. Jasmin Löschelens, ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie etwas gegen Behinderte? Nein! Da sind wir ja schon zu zweit! Aber ich habe was gegen Vertreter. Auf Wiedersehen! So ein Zufall. Ich habe auch etwas gegen Vertreter. Hier, nur 25 Mal. Aber ich dachte, Sie wären... Vertreter? Ja. Wo denken Sie hin, Herr Lenz? Ich bin Vertreterin. Ah. Ich habe auch was gegen Vertreterinnen. Haben Sie etwas gegen Frauen in Männerberufen, Herr Lenz? Nein, ich habe natürlich nichts gegen Frauen in Männerberufen. Ich habe noch nicht mal was gegen Frauen in Frauenberufen. Aber ich brauche nichts. Außer Schlaf. Ja, Sie.
Aber anderen Menschen geht es nicht so gut wie Ihnen. Zum Beispiel den Behinderten oder wie wir sie nennen, den Andersfähigen. Sie brauchen mehr als nur Schlaf. Ein trautes Heim, eine sinnstiftende Arbeit. Aber dazu bedarf es Ihrer großzügigen Hilfe, Herr Lenz. Und Sie bekommen dafür 1A Ware. Wir nennen es Löffel. Praktisch und preiswert, nur 10 Mark. Und Sie tun eine gute Tat. Ja. Ja, danke, Frau Lösch. Bitte, Herr Lenz, formschön und farbecht nur 15 Mark. Ja, was sind denn das für Behinderte? Haftentlassene, querschnittsgelähmte, blinde Taubstumme. Ja, und die basteln industriegefertigte Plastiksiebe. Jawohl, der Ankauf der Fertigungsmaschine wurde uns durch so gute Menschen wie Sie ermöglicht, Herr Lenz. Ja, bin ich natürlich ganz besonders nett von Ihnen, dass Sie sich auch um haftentlassene Behinderte... Haftentlassene Andersfähige. Ja, natürlich. Haftentlassene Andersfähige in Taiwan kümmern. Dort ist das Elend besonders groß. Ja. Frau, Lösch, Jasmin Lösch. Ja, Frau Lösch, ich habe mich entschieden. Ich kaufe. Ich wusste es. Ich wusste es, dass Sie nicht an dem Elend der anderen vorbeikaufen würden, ja. Herr Lenz. Was darf es denn alles sein? Wollen Sie denn nicht erst einmal hereinkommen? Ja, gern. Ja. Herr Lenz, die Tür ist zugefallen. Herr Lenz! Herr Lenz! Ich habe Türstopp auf der Firma 30 Mark. Jetzt können Sie klingeln, bis Sie schwarz werden. Oder wie Sie sagen würden, andersfarbig. Lösch. Jasmin Lösch. Ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie etwas gegen mich? Jetzt aber endlich. Nach 3 Wochen Kindertheater, Rumpelstilzchen, 3 Vorstellungen täglich an um 9 und 12. Ach Gott, ich kann mich nicht mehr hören. Eigentlich die ganze Zeit auf diesem dämlichen Sofa. Ist doch so ein gemütliches Bett. Sie wollen angeln. Ich habe Würmer. 2,50 Mark pro Made. Made aus Taiwan. Kleiner Scherz am Rande. Mein Gott, wie sieht es denn hier aus? Einbrecher? Ausbrecher? Der Hummer! Der Hummer ist los! Sie müssen helfen. Er ist hinter mir her. Hinter etwas ganz Bestimmtem. Etwas, das nur ich habe. Ah, ja. Herr Lenz, ich sehe gerade im Moment, dass ich Feierabend habe. Ich muss mich auf die Socken machen, sonst bekomme ich Ärger mit der Gewerkschaft. Nein, 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 bitte nicht. Hummer sind entsetzlich schnell. Sie müssen helfen. Sie haben doch gesagt, wir Menschen müssen einander helfen. Ja, ja, Herr Lenz, ja, ich helfe Ihnen. Lassen Sie mich nur ganz kurz raus, mein Auto unten aus dem Halteverbot herausfahren. Ja. Ich komme dann sofort wieder hoch und helfe Ihnen. Sie dürfen mich nicht alleine lassen. Herr Lenz, Hummer leben nicht in Altbauwohnungen. Hummer leben in Aquarien, in Fischrestaurants. Und das in der Regel nicht besonders lange. Dieser nicht. Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Herr Lenz, trinken Sie hin und wieder ein Gläschen?
sicher. Aber zuerst müssen wir den Hummer finden. Er hat geduscht. Jetzt ist er weg! Ja, so sind sie, die Hummer. Hatte wohl was Wichtiges vor. Hat sich in Schale geschmissen und ist dann husch durch die Tür. Aber wie wir immer sagen, Hummer sind treu wie Nüsse. Harte Schale, weicher Kern. Sie verstehen mich nicht. Ich verstehe Sie, Herr Lenz, ich verstehe Sie. Die Liebe geht oft seltsame Wege. Und ich gehe jetzt meiner Wege. Kopf hoch, Herr Lenz, Liebeshummer lohnt sich nicht, mein Darling. Das ist kein normaler Hummer. Das ist ein Menschenfresser. Also, er frisst Teile vom Menschen. Genau gesagt, Teile vom Menschen. Kommen Sie, ich kaufe Ihnen noch etwas ab. Hallisch. Hier zum Beispiel diesen Kochlöffel. 10 Mark, richtig? Ach, Herr Lenz, Sie brauchen keinen Kochlöffel. Aber wer redet denn von einem Kochlöffel? Das ist kein Kochlöffel, das ist ein Hummerabwehrstock. Seht Sie, man hält ihn dem Hummer hin und schnapp, schon ist er beschäftigt. Sehen Sie? Das ist ja eine sehr interessante Theorie, ein Hummerabwehrstock. Ja, ja. Aber der kostet natürlich unter diesen Umständen nicht mehr 10 Mark. Liebe Frau Lösch, 5? Ja, genau, 50. 50? Wieso kostet der Löffel jetzt 5-mal mehr als vorher? Wieso Löffel? Das ist ein Hummerabwehrstock. Aus hummerresistentem Material. Aber Sie brauchen ihn nicht zu kaufen. Ich kann ja gehen. Da! Ich kaufe einen. Ich kaufe einen. Sie kaufen 2, Herr Lenz, wenn ich Ihnen helfen soll. Okay, gut. Aber jetzt los. Hummer finden. Hummer finden. Nicht so hastig, Herr Lenz. Unsere Ausrüstung ist ja noch nicht komplett. Wir brauchen ja noch unsere Hummerschutzmasken. Wenn der Hummer angreift, klappen Sie das Visier so vors Gesicht. Nur 100 Mark. Okay, ich nehme 2 Stück. Jetzt aber. Hummer, Moment, Hummer. Momentchen mal, Herr Lenz. Wir brauchen ja noch unsere Hummerschutzmasken-Anbringungsgurte. Wir führen sie in 3 Größen. S, M und L. Oh, ist ja toll. Oh, dann sind das sicher Hummerabwehrgeschosse, was? 100 Mark ein Stück, ich nehme Dutzend. Wo denken Sie hin? Das sind Topfkratzer 1A-Qualität. Aber ich dachte... Sie sollen nicht denken, Sie sollen kaufen. Ich habe hier ein ganz besonderes Bonbonchen für Sie, Herr Lenz. Unsere Hummer-Pump-Gun. Unseren Hummer-Laser. Unsere Hummer-Handgranate mit eingebauter Zeitschaltuhr. Unseren Hummer-Wirk, unsere Hummer-Tellerminen und last not least eine Flasche Hummer-Kampfgas, die ich aus eigenen Beständen noch oben drauf lege und das Ganze nicht für 10, nicht für 9, nicht für 8, nicht für 7, nein, für 12.000 Mark. Das ist ja toll. Das ist ja ein Schnäppchen. Das nehme ich. Sagen Sie, Frau Lösch, haben Sie nicht noch eine Hummer-Soko dabei? Eigentlich nur für Stammkunden oder wie wir sie nennen, für Anderskaufende. Aber bei Ihnen mache ich sehr gerne eine Ausnahme, Herr Lenz. Frau Lösch, jetzt sind auch mit dem Unfug. Hummer-Soko. Kommen Sie, nehmen Sie Ihre Haushaltswaren wieder mit. Sie, ich habe das doch nur gesagt, weil ich Angst vor diesem Hummer habe. Sie sollen bei mir bleiben. Als Kind bin ich nämlich mal von einem Hummer in mein... wie Sie das gemacht haben. Was ist mit Frau Hamacher? Was macht die hier? Die ist unsere Geheimwaffe. Was für eine Geheimwaffe? Das ist geheim. Raus. Raus aus meiner Wohnung. Ich brauche nichts aus Ihrem Vertreterinnenköfferchen. Und von Ihnen brauche ich schon mal gar nichts. Mit so einem kleinen Hummer werde ich auch alleine fertig. Also! Ah! 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 Warte mich, Stefan! Ah!
Habe ich mich wohl endlich mal klar ausgedrückt, nicht? Wieso riecht's denn hier so nach Fisch? Soll ich den Reißverschluss aufmachen oder bist du's, du? Was träumt der denn? Ja, jedenfalls nichts Jugendfreies. Ich will dich ja nicht stören, Junge, aber wir sind wieder zurück. Du hast es ja richtig schön gemütlich gemacht. Frau Lösch! Frau Lösch, der Hummer, ich brauch Sie! Wie, Papi, wer ist denn Frau Lösch? Und wenn du den Hummer meinst, den habe ich heute Morgen ins Aquarium gebracht. Das müsstest du doch gemerkt haben, dass der nicht mehr im Bad war, hm? Lisa! Vater! Was denn dann? Ich habe geträumt. Ihr glaubt nicht, was ich geträumt habe. Da kam Frau Lösch, die hat einen Löffel dabei. Und das war ein Hummerabwehrstock. Und dann kam Frau Hamacher, die war die Geheimwaffe. Da hast du dir einen schönen Tag gemacht, mein Junge. Mein Vater, das war der schrecklichste Albtraum in meinem ganzen Leben. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, das war so furchtbar. Ja, Papi, das ist ja wunderbar. Hm? Und wir haben dir auch noch eine tolle Überraschung mitgebracht. Direkt von der Lorelei. Oh. Ihren Kamm? Ja, wozu brauchst du einen Kamm? Nein! Was muss Tag ein, Tag aus schwere Touristen auf den Berg schleppen? Ihr habt mir eine Zahnradbahn mitgebracht? Ist der nicht süß? Iha, Iha, Iha! Du hast dich aber auch schon mal mehr gefreut. Wieso sagt er denn nichts? Ach Gott, da fällt mir ein. Moment mal, wo war denn das mit dem Esel in Griechenland? Nein, auf Sizilien. Nein, 22.050 kreischende Kinder. Was? Nein, niemand da. Sie wollen Ammel. Nein, ich komme noch. Aber ja, liebe Frau Lösch, Sie wollen Ammeln? Oh, du mein Nein, mein Gott. Ammeln? Ich habe Würmer. 2,50 Würmer. Das nicht. Sie haben doch gesagt, dass Menschen einander helfen müssen, aber das ist ein Text, der viel später kommt. Können wir es bitte noch machen?